Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier jetzt vor Franklins Haus. Ich hatte eine kleine Aufnahmepause dazwischen von so 2 Stunden, schätze ich. Muss ich so 2 Parts aufnehmen, danach so 6 Parts Stalker. Also alles entspannt, ne? Weißt du, von dem Ding her ist alles entspannt. Ich denke, dass es jetzt mit Franklin so weitergeht, dass wir jetzt hier Jerippentoni kalt machen sollen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Trevor. Jerippentoni, genau, Fisch. Jerippentoni. Wir haben ja jetzt 2, 3 richtige Fische dabei gehabt. So von dem Aufnahmelänge her. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal wieder einen normalen Part machen. Kann ich hier drin eine Waffe ziehen? Nein, kann ich nicht. Ich möchte die Tür nicht öffnen. Wer steht da? Die Bullen? Slick, it's me. What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C? C. Chicken, pal. Beep, 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 and your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Können wir den nicht einfach in den Kopf schießen? But time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Bye-bye. Okay, es war weder Trevor noch die Regierungsbullen. Trevor erledigen, Michael erledigen, Todeswunsch. Also ich mag Trevor nicht und ich hätte ihn auch gerne umgelegt, aber Franklin mag ihn. Also rein aus Roleplay-technischer Sicht ist er mit Trevor cool. Michael ist sein alter Mentor und eigentlich auch noch cool. Ich meine, die beiden haben gerade Stress, aber man bringt nicht einfach jemanden um. Und ich mag die alle nicht. Also, fick dich. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, alright, I'm coming. Klar kommen wir. Ja, man sieht, ich habe zwischendurch das Spiel beendet. Wir sind bei 70% und ich glaube, das hier ist die letzte Mission. Tatsächlich. Keine Ahnung. Ach da, ich hab's gerade übersehen. Ich glaube tatsächlich, das ist die letzte Mission. Das heißt, wir könnten diese oder spätestens nächste Folge das Spiel beenden. Dann hat das Spiel weniger Parts als GTA 4, als GTA San Andreas. Das wäre krass, aber San Andreas haben wir 100% gemacht, okay. Das zählt nicht. Wir machen GTA 5 übrigens keine 100%, habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich hätte Bock, das privat zu machen, aber San Andreas 100% zu machen und das aufzunehmen, war einfach so viel Aufwand. Ich schneide ungern Videos. Ich meine, das macht mir Spaß, aber das dann jeden Tag zu bringen, so aufwendig geschnittene Videos, teilweise... Mein Spiel steht übrigens gerade wirklich. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es passiert ist, ich weiß nicht warum. So aufwendig geschnittene Videos, wie San Andreas teilweise war, mit Musik, mit schneller, langsamer, mit alles anpassen. Ich meine, andere Leute machen das jeden Tag, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nicht so lange Videos, sondern auch noch. Ich meine, ich habe teilweise für die Videos einfach mal 2, 3 Stunden aufgenommen bei San Andreas. Und dann kam da so ein 15 bis 30 Minuten Video raus. Wie gesagt, andere Let's Player machen das jeden Tag. Aber für die ist es auch deren täglich Brot so. Und ich mag mir die Zeit dafür nicht nehmen. Ich habe Spaß an so Projekten, aber dann wirklich nur mal selten. Und theoretisch könnte ich halt wirklich jedes Projekt von mir so machen. Stalker könnte ich so krass viel schneiden.
GTA könnte ich so krass viel schneiden. Sacred jetzt nicht unbedingt, wobei könnte man auch, aber wäre halt komplett unnütz. Ich habe übrigens gerade meine Maus rausgezogen. Deshalb hat das geklirrt oder düdelüm gemacht. Wow. Ja. Also wie gesagt, zwischendurch mal so ein Projekt. Klar, alles cool. Vielleicht kommt demnächst mal wieder SWAT 4 oder sowas. Das habe ich mal gebracht. Da hatte ich allerdings noch sehr schlechte Qualität. Oder irgendein anderes Multiplayer-Projekt. Ich habe überlegt, Battlegrounds zwischendurch mal zu bringen. Aber immer wenn wir geile Runden haben, nehme ich die nicht auf. Naja, wir sind jetzt jedenfalls erstmal bei Leicester. Und also mir war klar, dass diese Entscheidung kommen wird. Nur nochmal kurz vorher. Ich wusste, dass die Entscheidung kommt. Ja, ja. Den Scheiß Helm noch nicht auf. Ich wusste, dass die Entscheidung kommt. Ich wusste nicht, dass man die Entscheidung so angeboten kriegt. Das fand ich cool. Aber ich wusste schon von vornherein, wofür ich mich entscheide. Ich war zwischendurch kurz davor, Trevor wegzumachen. Weil mir Trevor wirklich auf den Sack geht. Aber A, finde ich ihn nicht so schlimm. Und B, aus... What's the panic, bro? What the fuck, ja, komm, wir schnacken erstmal. Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Well, who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man, you know the, Oh, that angry that, rich fucker from whatever holy hibernates in. All right, I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Können wir die einfach beide umlegen? One of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns... piece of Merriweather. Mit denen haben wir auch Probleme. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Okay, wir bringen also Steve und Dingen zum Lamar. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Ich find's gut, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Sie hassen sich und trotzdem sind sie beste Freunde. Lamar geht mir hart auf den Arsch und er ist auch mega die Mimi-Pussy, aber er ist ein guter Freund. Also, hoffe ich. Die Reaktion von ihm war zumindest gerade cool. Dass er gesagt hat, was willst du aus so einem beschissenen Penner wie mich? Und dann sagt er, yo, ich hole den beschissenen Penner wie dich ab. Und dann sagt er einfach nur, yo, cool, bis gleich. Ich weiß nicht, ob das so ein Nigger-America-Shit-Ding ist. Aber ich würde mit meinen Freunden nicht ganz so scheiße umgehen wie Lamar, aber so vom Grundgedanken her erstmal ähnlich. Egal wie viel Streit da ist, man kann immer über alles schnacken. Steig auf, Boy. Steig auf jetzt. Begib dich zur Gießerei. Ich glaube, er weiß nichts von den 200 Millionen, die wir geklaut haben. Beziehungsweise. Hey, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Who's sleeping on it?
We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want to clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. Niggas lining up, camping and shit, trying to take a shot at the big chick. Ain't that the truth? But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dawg. Shit, nigga, you play big, you stand to lose. Yeah, ain't that the truth? Begib dich zur Gießerei. Ich dachte, sie ist wirklich weit außerhalb der Stadt. Also ich dachte jetzt so vor Dingens. Keep clear. Machen wir nicht. Look, man. Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Das Motorrad steht da vielleicht minimal auffällig. Lass mich raten, wir sind schon drin. Wir hätten hier gerade 200 Millionen in Gold. Warum steht bewaffnet da? In Goldbarren eingeschmolzen. Das ist ganz schön krass. Trevor, du hast keine Munition in deiner Waffe. Come on, Trevor. Ah doch, Trevor hat sogar Munition in seiner Waffe, okay. Aber nicht wirklich viel. Ein paar Schuss. Michael hat auch keinen. Magazin in seiner scheiß Waffe stecken, glaube ich. Alright, man. You go over there. Whatever you want me. Hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Gut, klassischer Dreifachangriff also. Secure the building. Watch your sector. Chill, dog. You gotta wait. Überfalle das FIB-Team, sobald du bereit bist. Hat er nicht? Genau die hat er, ne? Nein, die wollte ich schon. Ich lasse die erstmal alle richtig weit reinkommen. Weil da sind ja noch drei, die gerade kommen. Dann hau ich einen nach dem anderen weg. Ich wollte auf Trevor wechseln, weil er gerade die gerade Position hat. Michael. Sandley hat auch ein Visier drauf. Ich hätte aber auch mit ihm gerne einfach die Waffe mit dem Schalldämpfer. Ich kann die nicht treffen übrigens. Ich hab ihn getroffen! Come on, come on!
Nein, das wollte ich nicht. Jetzt geh doch auf ihn, danke. Begib dich zu Le Mans. Wie komme ich hier am schnellsten raus? Darüber? Vermutlich hierüber. Hoffe ich. Ich komme hier nicht raus. Komme ich da hinten irgendwo raus? Warte mal. Ich kann doch hier auf Escape gehen und... Nein? Das war doch in Häusern so, oder nicht? Ich versuche doch schon da hinzukommen. Ich weiß doch nicht wie. Wäre cool, wenn ein Ausgang irgendwie markiert wäre. Geht's hier raus? Hier sind ja die Mary... Da ist ein Ausgang. Ah, okay. Wehe, das ist kein Ausgang. Was war das denn? Alter! Ja, Le Mans ist tot. Er konnte zwar gerade noch dabei reden, aber... Halt dein Maul, ey. Woher soll ich denn wissen, dass ich direkt nach da oben kann? Wieso bin ich auch hier drin so langsam, Alter? Begib dich zu Le Mans. Versuche ich. Was war das denn gerade? Ich hätte mit Sicherheit auch da drüben rausgekonnt, wahrscheinlich. Ich weiß es halt nicht. Ja, komm, spring da runter jetzt. Komm, lauf weiter, bitte. Was ist denn der Motherfucker? Also der, der in die Richtung noch war. Gott, jetzt geh doch da runter! Weiß nicht, wie die hier reinkommen, weil eigentlich sind... Ich werde ja versucht, uns jetzt umzubringen. Den habe ich nicht gesehen. Ja, komm. Trevor, knips ihn endlich aus, Junge. Alles sauber, hoffe ich, ist es. Da geh hin. Oh, Alter, wieso ruckelt das Spiel denn so? Habe ich zwischendurch auch schon bei... Sauber, schalte die Angreifer aus. Okay. Wir gucken also mal kurz nach hier vorne. Wo Le Mans und... Ja, ich komm schon.
wo Lamar und Franklin eigentlich alles ausschalten sollten. Ich finde es gut, dass die NPCs hier komplett nutzlos sind, also zumindest unsere. No, cover, reload! Halt dein Maul, halt dein Maul. Gibt noch einer? Okay. Regroup, regroup. Sammelt euch vor dem Haupttor. Also wir haben jetzt hier ungefähr eine ganze Armee und das ganze FIB oder FBI ausgerottet. Wer könnte jetzt nur kommen? Oh, looks like we did it. Shit, for now. Exactly, for now. So, what's next, huh? Are we just gonna wait around till someone else comes to kill us? Or are we gonna wait till this fucker gets turned again? Oh, bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yo, then let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that triad, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? If we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Grünes Handy passt in einem grünen Bike. Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang. Wei Chang. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man. Look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! Woo! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Top, fehlt ja nur noch einer, wa? Erledige Mr. Cheng. Den hauen wir weg. Allerdings sehen wir das beim nächsten Part. Okay, das sehen wir wirklich erst beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein und tschüss.